Wo ist eigentlich Nico der Profi? Wann kommt wieder ARK und vor allem, wann kommen mal wieder generell Videos? Was soll ich sagen? Ich bin hier auf dem Kanal auch wieder zurück. Und auch wieder zurück heißt, dass ich auf anderen Kanälen aktiv war, wenn ich nicht auf Nico der Profi aktiv war. Und weil ich mir vorgenommen habe, mal mehr Blicke auch hinter die Kulissen zuzulassen, gibt es ein Video hier zum Setup. Denn das letzte Mal, dass wir mein Setup besprochen haben, war vor 4 Jahren bei den 2000 Abonnenten. Und es hat sich seitdem doch auch ein bisschen was geändert. Und einfach um die Frage zu klären, warum ich jetzt zurück bin, wo ich war und so weiter und so fort, gehen wir das einmal im Schnelldurchlauf durch, weil ich habe keinen Bock da eine riesige Geschichte draus zu erzählen, denn die Geschichte ist auch simpel. Ich habe 2021 im Sommer auch meine Erzieherausbildung abgeschlossen. Das war auch so der Zeitraum, wo es hier auf dem Kanal echt gut abging. Genesis 2 ist rausgekommen, da gab es hier 2 Wochen lang Double Uploads täglich. Ich war im Saratas Streaming-Projekt mit dabei und ich war bei G-Time im Streaming-Projekt mit dabei. Alles in allem also eine richtig aufregende Zeit und Phase und auch richtig viel los. Das Ding ist, ich habe meine Ausbildung abgeschlossen, ich habe angefangen zu arbeiten und ich habe zusätzlich angefangen zu studieren. Studium in Vollzeit, Arbeit 20 Stunden die Woche und am Ende des Tages bin ich dann auf so eine Arbeitswoche von 60 bis 70 Stunden gekommen. Plus im zweiten Semester konnte ich sogar noch einen Job in einem Forschungsprojekt ergattern, wo ich auch immer noch arbeite. Ja, und das dann noch on top zu allem, was sowieso schon war, dann lässt sich, glaube ich, ganz schnell erklären, dass die Zeit dann nicht mehr ausreicht, um noch YouTube-Videos zu machen. Zumal, wenn mir ARK zu dem Zeitpunkt auch nicht wirklich Spaß gemacht hat. Ich bin auf jeden Fall wieder am Start und wenn das das erste Video ist, was du dieses Jahr von mir siehst, dann empfehle ich dir mal diese Playlist hier oder diese Playlist, ich weiß es nicht ganz genau, wo es ist, aber die empfehle ich dir. Da ist ein ARK Survival Ascended Let's Play und da gibt es jetzt 2 bis 3 Mal die Woche immer ein neues Video von mir. Ist ungeschnitten und ist so als Playalong gedacht oder halt für Leute, die sich ein bisschen an den Kopf fassen wollen, weil sie sich fragen, was ich da mache. Aber kommen wir mal zum Setup und kommen wir vor allem, und das sage ich zum ersten Mal hier auf dem Kanal, zum Sponsor des heutigen Videos. Ich freue mich extrem darüber, denn es ist FlexiSpot und FlexiSpot ist vor allem dafür bekannt, dass sie Schreibtische machen, also höhenverstellbare Schreibtische, auch Bürostühle und anderes Zubehör. Aber das Ding ist, ich nutze FlexiSpot schon ohne, dass ich für sie Werbung gemacht habe. Deswegen freue ich mich besonders, dass ich euch heute den E7 Schreibtisch vorstellen darf, den ich auch zugeschickt bekommen habe und auf dem dann seit heute auch mein Setup steht. Wie eben schon gesagt, bei FlexiSpot handelt es sich bei den Schreibtischen um höhenverstellbare Schreibtische. Das heißt, ich habe hier eine Konsole auf meiner rechten Seite, wo ich einmal eine Position zum Sitzen, zum Stehen und dann nochmal 1 oder 2 einstellen kann. Also die Symbole sind ganz hilfreich, dass du einfach schon direkt weißt, okay, das ist meine Sitzposition, das ist meine Stehposition und 1 und 2 kannst du nochmal anders belegen. Dann ist an der Seite noch ein USB-Port mit dran. Da muss ich dann sofort an diese Big Bang Theory-Folge denken, wo sie Pennys Blütentrauben bearbeiten und Bluetooth hinzufügen wollen. Ist auf jeden Fall super praktisch, kann ich mein Handy nebenbei mitladen, wenn ich das mal vergessen habe aufzuladen, denn damit nehme ich aktuell auch einige meiner Videos auf. Ansonsten, ich habe ja schon gesagt, dass ich auch in einem Forschungsprojekt mitarbeite und ich habe ja hier auch die YouTube-Kanäle und ich bin Student, das heißt eigentlich alles, was ich mache, hat so mit Brainpower, sage ich mal, zu tun. Ich sitze also viel und muss irgendwie viel am Schreibtisch arbeiten. Super praktisch, dass ich das eben im Stehen machen kann, dass ich das im Sitzen machen kann und immer wieder wechseln kann. Das ist auch relevant für ARK-Aufnahmen, jetzt gerade wo das ARK Survival Ascended Let's Play losgeht. Da nehme ich immer so 1,5 Stunden auf, kann dann aufstehen und das Ganze halt eben im Stehen bearbeiten. Also Thumbnails und generell die Folgen einmal kurz zurecht schneiden. Ich habe wie gesagt das E7 Modell und das Ganze in 58 bis 123 cm und mit der Tischplatte in Kirschbaumfarben. In der Videobeschreibung findest du 2 Links. Einmal zum E7, also zu dem Schreibtisch, den ich hier auch habe. Und der 2. Link führt dich zu den Frühlingsangeboten, denn da gibt es aktuell einige bei FlexiSpot. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal ein Setup Stück für Stück durch. Ich gebe euch da ein paar B-Roll-Shots bei und dann bekommt ihr den Tisch auch nochmal mit präsentiert. Fangen wir mal außen an. Das ist meine Xbox Series S. Habe ich mir damals gekauft für den Assassin's Creed Content. Und weil das Upgrade halt auf eine Series S deutlich günstiger war als auf eine Series X und ich dann quasi trotzdem Next Gen, beziehungsweise jetzt ist es ja Current Gen, zocken konnte. Ich habe das Ganze noch erweitert mit dieser 1 TB Speicherplatte. Ist ja eine komplett digitale Konsole und es gab sogar schon mal einige Folgen von ARK Survival Evolved aus dem ARK Storytime Let's Play auf Scorched Earth. Das ist alles von der Series S damals gekommen. Und daneben haben wir quasi so das Herzstück in meinem Setup, würde ich sagen.
Das ist aktuell ein MacBook Air M1. Ich hatte vorher ein Mac Mini M1 hier stehen. Durch das Studium und weil ich dann ein bisschen flexibler sein musste vom Arbeiten und durch das Forschungsprojekt und so, habe ich mich dann entschieden, ein MacBook zu nehmen, dass ich also auch mobil arbeiten kann. War die absolut richtige Entscheidung. Mega genial für Studium, für Videos unterwegs schneiden, irgendwie mal im Bus, in der Bahn, keine Ahnung was. Ich konnte durchs Forschungsprojekt auch zweimal reisen. Einmal Österreich, einmal Niederlande und da ist es einfach praktisch, wenn du wirklich einfach alles am Start hast. Und Mac Mini und MacBook Air M1, dachte ich, ist ein bisschen zu dekadent, wenn ich beides habe. Hier läuft auf jeden Fall alles drüber. Also ich nehme da meine Videos mit auf, da ist die Elgato angeschlossen. Videoschnitt läuft darüber, alles läuft über das MacBook Air. Und weil ja möglicherweise auch andere Creator zuschauen, das reicht tatsächlich auch aktuell aus. So ein bisschen darüber sehen wir meinen Teleprompter, also sage ich immer Teleprompter in Anführungszeichen, weil der Monitor ja nicht dabei ist. Das würde einen klassischen Teleprompter ausmachen. Spiegel, Monitor, dann geht's los. Da gibt's ja auch einen neuen von Elgato quasi. Ich habe meinen jetzt ein paar Wochen bevor der von Elgato rauskam gekauft und ich spanne einfach ein iPad ein. Und dann habe ich quasi meinen Monitor und kann meine Skripte ablesen. Denn ich bin ja hier nicht nur auf Nico der Profi aktiv, sondern auch auf meinem Sozialarbeiterkanal und da skripte ich alle Videos. Und sollte ich hier nochmal ein Video machen, wo ich ein Talking Head habe, also wo ich ganz klar feste Punkte habe, die ich durchgehe, würde ich auch skripten. Ich kann damit einfach mittlerweile besser arbeiten, als mir nur Stichpunkte zu machen, was ich halt früher gemacht habe. Deswegen Teleprompter ist eine 10 von 10 Investition auf jeden Fall. Neben meinem Teleprompter ist eins der beiden Elgato Keylights, die ich hier habe. Und wenn ich 4 Jahre zurückdenke, dann gab es das da noch nicht. Da hatte ich noch so Lampen von IKEA und da war dann Backpapier vorgeklebt als Diffuser quasi, dass das Licht ein bisschen weicher kommt. Es hat lange Zeit auch funktioniert mit dem Greenscreen und so, mittlerweile aber Elgato Keylights. Ich habe die umgedreht bei mir, damit sie mir nicht direkt ins Gesicht leuchten. Das habe ich bei PewDiePie gesehen und er hat es irgendwie nochmal von einem anderen Creator empfohlen bekommen, dass du die einfach umdrehst, du haust die gegen die Wand, drehst sie ein bisschen doller auf und dann kriegst du schön weiches Licht und wirst nicht immer so weggeblendet. Ja, hinter mir ist mein Gaming-Monitor von BenQ, das ist der EX2780Q. Ist auch zusammen hier eingezogen mit der Xbox Series S. Denn der alte Gaming-Monitor hat damals nicht mehr ausgereicht für die Series S. Ne? Dann hat man ja das Upgrade gemacht, also auf Next-Gen bzw. jetzt Current-Gen. Und dann möchte man natürlich auch das bessere Bild haben, die bessere Bildwiederholungsrate und so, deswegen neuer Monitor. Und das wird wahrscheinlich jetzt hier viele auch schon verwundern. Ne? Ich habe ja quasi nur einen Monitor. Ich nutze das MacBook Air als zweiten Monitor, aber auch eher selten. Also wenn ich aufnehme, dann ist das MacBook auch auf, weil ich da dann meinen Kontrollmonitor habe, von dem ich auch im Let's Play spreche. Aber sonst habe ich hier keinen zweiten großen Monitor mehr. Ich habe das früher gehabt. Ich hatte früher zweimal diesen von BenQ und habe das mittlerweile ein bisschen entschlackt, weil mir das besser gefällt. Ich brauche das hier nicht so vollgestellt und ich brauche den zweiten Monitor eigentlich nicht. Also halt außer zum Aufnehmen, damit man das halt sehen kann, was man da macht und ob das Bild stimmt und so. Ansonsten ist nämlich das MacBook immer zugeklappt und dann wird das Bild halt gespiegelt bzw. rübergetragen auf den BenQ und dann arbeite ich einfach auf dem BenQ. Denn das MacBook, wenn du es zuklappst und es mit Strom versorgt ist, funktioniert es einfach wie ein ganz normaler Rechner. Unter meinem Monitor haben wir ein Elgato Stream Deck. Ich stream zwar nicht mehr, aber es ist trotzdem praktisch. Ich habe mir so die wichtigsten Sachen darauf gelegt, also Websites, Photoshop, Premiere Pro, Audition jetzt, wo ich das Video mit aufnehme, also wo ich den Ton mit aufnehme. Und ich steuere darüber auch die Keylights. Also alles, was irgendwie wichtig ist, habe ich dann direkt in der Konsole vorne. Ist ganz praktisch. Würde ich es mir jetzt nochmal holen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, wenn ich streamen würde oder so, ist schon praktisch, aber so für den Arbeitsalltag, ich kann die Klicks eigentlich auch selbst machen. Neben dem Monitor rechts davon haben wir eine Nintendo Switch. Ja, was soll ich dazu sagen? Die habe ich eigentlich gekauft, um mich davon zu überzeugen, wie katastrophal Ark Survival Evolved auf der Nintendo Switch ist. Mittlerweile gab es ja ein Update und das habe ich mir auch nochmal angeguckt. Und ursprünglich war mal geplant, dass ich dann ja ein Let's Play dazu mache auf der Switch irgendwie, weil das halt kaum jemand macht. Das Ding ist aber, ja, das war halt so eine Idee, um irgendwie wieder Spaß in Ark zu bekommen, ne? So, aber daneben haben wir dann mein Audio-Interface. Das ist hier auch ganz, ganz wichtig. Das ist ein Focusrite 2i2 und da ist mein Neumann-Mikrofon TLM. TLM oder TLN? Doch, TLM 102 angeschlossen. Das habe ich mir gegönnt zu den 10.000 Abonnenten damals. Völliger Overkill, kostet 700 Euro, 800 Euro, irgendwie so, je nachdem, wo man guckt. Und es würde wahrscheinlich auch eins von Shure, dieses SM7B reichen, was eigentlich jeder Streamer hat, dieses Michael Jackson Mikrofon halt. Ne? Ist also ein völliger Overkill, klingt aber mittlerweile gut. Das wurde moniert, ich habe gerade nochmal reingeguckt. Im letzten Setup-Guide quasi wurde gesagt, ja, aber das Interface reicht gar nicht aus und so. Das reicht jetzt schon aus. Also wir kriegen vernünftigen Klang raus, das ist immer das Ding, ne? Man muss dann schon
die Komponenten auch beisammen haben, damit das alles auch gut klingt. Unterm Schreibtisch steht immer noch die gleiche Möhre, das heißt, wir haben da immer noch den gleichen PC stehen. Allerdings hat sich ein bisschen was geändert. Ich hatte ja das Problem, dass mein PC nicht mehr richtig lief, also Windows hat nicht mehr gebootet und so weiter und so fort. Und das lag an der Festplatte, auf der gar nicht Windows drauf war. Also mittlerweile haben wir noch eine SSD mit drin und einen neuen Prozessor. Das ist jetzt aktuell der AMD Ryzen 5 5600. Ja, ich habe nicht so viel Ahnung von PCs und ich habe auch, ganz ehrlich, ich habe die CPU ja geupgradet und ich habe das mit ChatGPT gemacht, um mir das darüber raussuchen lassen, was ich machen kann. Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce 1070 Ti, da hat sich nichts geändert, die habe ich seit Ewigkeiten drin. Und das Coole ist ja, dass dieser Rechner damals zusammengestellt worden ist von HSV-Fan123 im Twitch-Chat. Mega crazy. Das heißt also, ich habe hier ein Dual-PC-Setup stehen und das heißt, ich muss ja auch das Bild von meinem Gaming-PC dann rüberkriegen auf mein MacBook, weil damit nehme ich ja auf. Und dafür habe ich eine Elgato HD60S Plus unter dem Schreibtisch verbaut. Verbaut liegt da drin. Und die ist auch mit der Series S eingezogen. Also auch das war ein Problem. Wollte man das schöne Bild von der Series S haben, brauchte man auch eine neue Elgato. Die ist eben unter dem Schreibtisch mit verklemmt sozusagen. Und wenn ich jetzt von der Series S was aufnehmen will oder vom PC, müsste ich einmal ein HDMI-Kabel umstecken und das war's dann. Und noch eine Geschichte, die unter meinem Schreibtisch quasi verbaut ist oder da liegt, ist eine Dockingstation von OWC. Das Ding liefert mir noch mehr USB-C-Ports, weil das Ding ist, am MacBook, du hast ja einfach nur standardmäßig zwei USB-C-Ports. Da muss man jetzt nicht lange rechnen, wenn über ein Ding schon der Strom geht und über einen USB-C-Port geht dann schon das Bild auf dem Monitor. Dann fehlt da irgendwie ein bisschen was. Deshalb musste man halt gucken, wie kriegt man da jetzt irgendwie noch ein paar zusätzliche USB-C-Ports ran. Habe ich damit bekommen. Ist auch einigermaßen teuer, funktioniert aber sehr gut. Also das Ding ist, Apple für Arbeit ist mega, mega gut. Aber Kompatibilität und hast du nicht gesehen, in anderen Geschichten, du musst immer viel Geld ausgeben, um das Ding zum Laufen zu bringen. Das ist jetzt so mein Setup und vielleicht gehe ich nochmal auf die Frage ein, warum ich jetzt wieder hier auf dem Kanal bin und wie nachhaltig das vielleicht auch ist. Weil es gab in der Vergangenheit schon häufiger die Situation, ich habe wieder Videos gemacht, bin wieder weg, habe wieder Videos gemacht, bin wieder weg und so weiter und so fort. Und ich habe ja eben schon angeschnitten, dass mir ab einem gewissen Zeitpunkt ARK einfach nicht mehr wirklich Spaß gemacht hat. Und es hat mich auch immer irgendwie gestört, dass ich halt in der Öffentlichkeit für ARK bekannt war, also damit so in Verbindung gebracht worden bin und auch darauf reduziert worden bin. Das ist eher das Problem. Diese Reduzierung auf ARK. Mittlerweile, das habe ich ja eben auch gesagt, habe ich noch einen weiteren Kanal, den ich aktiv betreibe. Und das ist eben mein Sozialarbeiterkanal und das ist jetzt so mein Passion Project. Das ist ein Kanal, auf dem ich wirklich stolz bin und da kann ich auch die PS, sage ich mal, auf die Straße bringen. Und das sind Videos, mit denen ich mich in einem hohen Maße identifiziere. Heißt das jetzt, ich identifiziere mich nicht mit den ARK-Videos? Nein, das ist nur so, dass der ARK-Kanal bzw. der Nico oder der Profi-Kanal wieder mehr mein Fun-Project geworden ist. Das heißt, ich kann hier wieder befreiter aufspielen und es macht mir wieder deutlich mehr Spaß. Und das eben, weil ich diesen soziale Arbeit-Kanal noch habe. Und gut ist aktuell, dass ich ARK Survival Ascended spiele bzw. ARK wieder spiele. Wenn mir irgendwas Cooles einfällt zum Bauen, wenn ich einen Höhlenguide machen will, wenn ich irgendeinen Base-Location-Guide machen will, das ist jetzt wieder möglich, weil ich das Spiel wirklich aus Spaß spiele. Und nicht, um irgendwie Content da rauszuziehen. Das war ja lange Zeit so. Also ich habe mir dann Videoideen rausgesucht und dann habe ich wirklich ARK einfach nur für diese Ideen gespielt. Also ich habe wirklich an diesem Spiel gearbeitet. Oder mit diesem Spiel gearbeitet. Ich mache da erstmal ruhig Blut, deswegen habe ich jetzt auch mit einem Let's Play angefangen, was nicht geschnitten ist. Weil das ist realistisch neben all den Dingen, die ich noch so mache, dass ich das einhalten kann. Und das ist mir eben wichtig, ja, weil ARK Survival, weil ARK Storytime zum Beispiel, wurde ja auch nie zu Ende gebracht. So, ja. Und das machen wir jetzt bei ARK Survival Ascended eben nicht. Also wir bringen es zu Ende und wenn Scorched Earth rauskommt, stürzen wir uns in Scorched Earth rein. Vielleicht nicht direkt zum Anfang, vielleicht bin ich dann mit meinem Let's Play noch gar nicht so weit und vielleicht habe ich dann auch gerade keine Lust, ein Let's Play aufzunehmen, aber vielleicht gibt es dann eben Guides. Also, es ist auf jeden Fall alles für mich gerade in der richtigen Balance und ich freue mich einfach auf die nächsten Videos, freue mich auf die Kommentare und bin gespannt, was hier auf dem Kanal noch passiert. Checkt auf jeden Fall FlexiSpot ab. Mega cool, dass die das Video hier gesponsert haben. Wie gesagt, erste Kooperation und dann direkt mit einem Produkt, was ich selbst auch regelmäßig nutze. Also mega, mega gut. Bis zum nächsten Mal.